Willkommen zu einer neuen Folge von Eine neue Welt, ganzheitlich sein und handeln. Ja, in dieser Sendereihe geht es mir ja um Visionen, Lösungen für ein neues Leben, ein neues Miteinander in dieser zurzeit doch recht komplizierten Welt. Wie kommen wir ins Handeln, wie kommen wir in ein neues Miteinander? Und darüber hat sich Sue Taibbi sehr viel Gedanken gemacht. Sue Taibbi ist eigentlich ein sehr erfolgreiches Jenseitsmedium. Sie beherrscht mehr als 5 Sprachen, ist viel international unterwegs gewesen und widmet sich jetzt auch so etwas wie einer modernen, zeitgemäßen Spiritualität und einer Vision. Sie nennt es ein Spirit Move, in dem wir uns alle befinden, durch den wir sozusagen aus vielleicht dem eigenen Leid heraus in ein neues Miteinander kommen können. Denn sie sagt, alle derzeit lebenden Menschen sind gemeinsam inkarniert und wir täten gut daran, uns von den persönlichen Dramen weg und hin zu einer gelebten Gemeinschaft zu entwickeln. Zu leiden ist eine menschliche Erfahrung, die wir alle miteinander teilen. Wir können uns also alle begleiten und helfen und uns bewusst machen, dass nicht nur ich persönlich gerade eine schwierige Zeit habe, sondern viele andere Menschen auch. Und wir können miteinander neue Wege und Lösungen finden. Darüber sprach ich mit ihr und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Freude bei einer neuen Folge von Eine neue Welt mit Sue Taibbi. Ja, ihr Lieben, also herzlich willkommen hier und hallo liebe Sue, ich grüße dich. Hallo Thomas, es ist wundervoll, wieder vor der Kamera zu sein mit dir. Freut mich sehr und in der Tat, wir hatten ja schon öfter das Vergnügen, du bist ja auch Teil meines Films Wiedergeburt, der nach wie vor große Verbreitung findet, was mich echt total freut. Und ich finde deinen Lebenslauf so interessant, weil du bist ja ein unglaublich erfolgreiches Jenseits-Medium, hast schon ein Buch geschrieben und jetzt eben ein zweites. Und in der letzten Zeit beschäftigst du dich aber auch sehr viel mit, ich sage mal, moderner Spiritualität und mit ja einem neuen gemeinsamen Miteinander, was ja genau zu unserer Reihe Eine neue Welt wunderbar passt. Und du hast ein neues Buch geschrieben, das ich hier mal in die Kamera halten möchte, Spirit Move, entdecke die Kraft in dir. Und ihr seht, ich habe sogar das Hemd passend dazu angezogen. Liebe Sue, was war für dich Anlass, dieses Buch zu schreiben? Letztes Jahr, also als die großen Umwälzungen begannen, dachte ich, es wird Zeit, den Menschen ein Hilfsmittel zur Hand zu legen, um Krisen zu bewältigen. Das klingt jetzt vielleicht so, ja, gibt viele, die ja schon dazu geschrieben haben, aber ich war ja schon, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ja da immer noch neue Impulse setze und auch andere Wege suche, um etwas zu lösen oder ein Verständnis für etwas zu erhalten. Und was wirklich ausschlaggebend war, ist zu merken, dass wir als Menschheit jetzt in eine neue Richtung gehen. Man sagt das schon oder man beschwört das ja schon seit gefühlt einer Ewigkeit nach vorne oder empor. Und hier war jetzt wirklich die Zeit zu sagen, so, mein erstes Buch war ja sehr ein technisches Buch auch, wirklich eine ganz klare Anleitung für die Kommunikation zwischen den Welten. Und hier ging es jetzt eigentlich darum, so eine kleine Anleitung zum Leben zu schreiben. Und dadurch natürlich auch ein bisschen was preiszugeben von meinem persönlichen Spirit Move. Der Spirit Move ist so der spirituelle Groschen, der fällt, wenn wir einen Prozess durchleben, der uns weiterbringen kann. Und dann eben auch nicht nur der Prozess, während dem wir ihn erleben, sondern wenn wir dann wirklich eine Zeit überstanden haben und dann eine Neuausrichtung erleben. Also wirklich nicht nur überleben, sondern wirklich von dem Zeitpunkt an etwas Neues anstoßen in unserem Leben. Also das Spirit Move, wie du schon merkst, ist eigentlich was ganz Großes. Und wann, wenn nicht jetzt, rausrücken des Spirit Moves? Ja, in der Tat, ja. Und es kommt öfter vor in diesem Buch, dass du sagst, lerne zu leuchten aus dir heraus und dich damit mit der Welt zu verbinden. Wie meinst du das? Wie können wir ins Leuchten kommen? Also erstmal sind wir ja geistige Wesen. Wir bestehen ja aus Energie und wir haben mittlerweile verstanden, da bin ich nicht die Einzige, die das begriffen hat, dass wir die Reise hier gemeinschaftlich machen. Und wenn wir es schaffen, die Kraft aus uns zu schöpfen und die in unsere Umgebung auch zu transportieren, dann profitieren wir nicht nur wir, sondern auch unsere Umgebung. Und das fand ich so schön und dieses Bild von
von Licht, das klingt jetzt zwar sehr esoterisch, aber es ist unglaublich mächtig, kraftvoll, wenn wir das begriffen haben, dass die Kraft, die Energie in uns steckt, durch unser Bewusstsein und unser Bewusstsein interagiert mit den Menschen um uns herum und somit auch die Welt beeinflussen kann. Das heißt, je mehr ich leuchte, je mehr ich mal meiner Kraft bewusst bin, umso stärker kann ich einen positiven Einfluss nehmen auf mein Leben und auch auf das Drumherum. Schön, ja. Was du auch mehrfach betonst, das finde ich auch großartig, und so empfinde ich es auch, dass wir mehrdimensionale Wesen sind, dass wir mit anderen Ebenen immer schon verbunden sind, auch wenn es uns nicht bewusst ist. Und im Moment scheint ja vielen Menschen nicht bewusst zu sein, wie sehr wir nach wie vor ja auch miteinander und mit allem verbunden sind. Im Moment scheint es mir, dass sehr viele Menschen in ihren Ängsten noch trennender sich verhalten oder dass die Ängste uns noch mehr trennen von der Umwelt. Würdest du sagen, dass es ein vielleicht sogar notwendiger, wichtiger Erfahrungsprozess, dass wir jetzt erst noch mal erleben müssen, was es heißt, sich als ein getrenntes Wesen zu empfinden? Währenddem wir diese Abtrennung erfahren, haben wir die große Chance, uns selber zu entdecken. Das war ja auch Teil meines großen ersten Spirit Moves. Wir machen also einen Spirit Move ja nicht nur einmal im Leben durch, sondern oft auch mehrfach. Und mein großes Abgetrenntsein habe ich sehr früh erfahren und das wurde sehr existenziell. Und genau in Magst du dieser es mal Phase, beschreiben? ich bin ja so schlecht über mein. Genaueres wird man im Buch lesen. Nur so ein paar Stichworte, dass wir ein bisschen verstehen, was du überwinden konntest. Ich habe mich von Gott verlassen gefühlt, mal abgesehen davon, dass es Gott damals gar nicht gab in meiner Vorstellung oder so das klassisch Göttliche, weil ich atheistisch erzogen wurde. Und da habe ich mich lange unglaublich alleine gefühlt, als ob ich, ja, am Ende des Tages, was auch immer wir hier erleben, wir kommen schnell in dieses Gefühl, dass wir alles alleine durchziehen müssen. Auch noch wenn wir Familie haben, Freunde haben, am Ende des Tages leiden wir für uns selber. Wir können zwar darüber sprechen, im besten Fall, und das hilft, aber der Prozess ist ein sehr individueller Prozess. Und durch dieses zurück auf sich selber geworfen zu werden, entsteht im besten Fall die größte Magie des Daseins, dass wir in dem Moment uns selber erkennen und dadurch auch unser Leben erkennen und dadurch auch unser Gegenüber erkennen. Also Spirit Move ist ein ganz wichtiger Aspekt dieses, ich erfahre das Leben zwar irgendwie als Individuum, aber dennoch komme ich zum Schluss, dass alles, was hier geschieht, wir gemeinsam tun, egal ob Opfer, Täter, ob Eltern, Kinder, egal welche Rollen wir da jetzt anschauen wollen, es ist ein gemeinsamer Prozess. Aber oft müssen wir zuerst mal in diese Einsamkeit kommen, um das zu verstehen, um auch die Kraft in uns zu aktivieren, um über einen gewissen Punkt hinwegzugehen oder um gewisse Prozesse halt einfach voranzutreiben und nicht in dieser Schlaufe stecken zu bleiben. Jetzt habe ich mich gut rausgeredet, gell? Nur ein bisschen hast du es angedeutet. Wie gesagt, genau, es wird man im Buch lesen. Du hast es sehr ehrlich auch über deinen Werdegang erzählt und einige schwierige Phasen, wo du auch lernen musstest, erstmal aus einer eigenen Ablehnung, weil die Umwelt so schrecklich war, irgendwie zu lernen, mehr in deine Kraft zu kommen. Und das war ein ziemlicher Prozess. Und vielleicht erleben viele Menschen im Moment eben auch diesen Prozess, ja, wo es irgendwie darum geht, ja, wie komme ich jetzt in ein neues Vertrauen, in ein neues Selbstvertrauen, gerade in diesen für viele Menschen schwierigen Zeiten. Was kann uns da helfen? Was ist der Spirit Move eigentlich? Was bedeutet das? Kann uns dieser Spirit Move helfen? Er ist die Rettung. Okay, gut. Jetzt will ich noch mal wissen. Also der Spirit Move entstand, wie du schon gesagt hast, in meinen frühesten Jahren, wo es, da ging es wirklich um Leben und Tod. Also das ist nicht einfach nur Mobbing, all die Geschichten kamen ja noch oben drauf, aber da ging es wirklich, in meiner Kindheit hat es sich um Überleben, also das nackte Überleben, weil es sein könnte, dass man diese Zeit physisch gesehen einfach nicht überlebt, weil das so gewalttätig war. Also das ging wirklich um Leben und Tod in dieser Geschichte. Und da ich etwas vom Extremsten erfahren habe, was man erfahren kann, und daraus etwas gezogen habe, aufgehört habe, mich
als Opfer zu sehen, weil das war natürlich auch die erste Phase, dieses Opfer. Das Leben hat nur Schlechtes für mich bereit. Ich bin nicht liebenswert genug. Ich habe es nicht verdient, da zu sein. Also all diese Gefühle haben mich sehr dominiert in meiner Kindheit und auch noch in der Jugend stark gequält, bis ich verstanden habe, dass ich mich selber aus dieser Schlaufe rausziehen kann. Das Spirit Moves ist die Fähigkeit, sich selber zu retten in einer Situation, wo man denkt, man überlebt sie nicht oder es gibt niemand, der einen daraus retten kann. Und da sind eben diese 8 Schritte entstanden, ein Prozess, den man durchlaufen kann, ganz bewusst durchlaufen kann mit dieser Anleitung, um aus schlimmen Erfahrungen zu lernen und stark zu werden. Also nicht einfach nur das Opfer zu sein, sondern gewisse neue Perspektiven einnehmen zu können und auch ein Verständnis zu bekommen, von wie viel kann man denn tatsächlich beeinflussen. Also in meinem Buch habe ich auch das Thema der Zukunft und wie kann ich, was bedeutet das Lebensplan? Kann man Einfluss nehmen auf den Lebensplan? Das sind Fragen, die werfen sich von alleine irgendwie hoch, wenn wir in diese Konfrontation sind. Und da gibt es wirklich Mechanismen, die wir in uns aktivieren können, um weiterzukommen, nicht nur zu überleben, sondern die Version besser zu machen, die wir sind. Mhm. Und dadurch eben auch stärker leuchten zu können, stärker in unserer Kraft zu sein, wie auch, dass wir ehrlich sind und unsere eigenen Fesseln anschauen. Das ist auch ein Schritt des Spirit Moves, weil wir tendieren ja oft dazu, ach, und meine Eltern, und das war jetzt so schlimm. Und da der Täter, das war lebensgefährlich für uns, mit dem so nah zu sein. Und ich könnte jetzt alle Schuld auf ihn brechen, aber habe sehr schnell verstanden, dass auch er seine Geschichte hat. Das entschuldigt nicht, was er getan hat. Aber das Verständnis für die gesamte Geschichte hat unglaublich Heilsames in sich, weil wir dann anfangen, uns in eine Machtposition zu bringen, in eine Haltung, in der wir ja nicht nur Opfer sind, sondern wirklich verstehen und Zusammenhänge begreifen und dadurch sich unsere Position oder die Erinnerung, die wir haben an diese Geschichten, die so ein bisschen korrigiert und ein Update auch macht. Das heißt, das, was jetzt ist, ist nicht das Gleiche wie vor einem Jahr oder vor 10 Jahren. Wir hängen aber immer noch an dem Punkt von vor 10 Jahren oder von einem Jahr und leben noch in uns dieses nostalgische Gefühl, was sehr destruktiv sein kann. Und da habe ich mich selber rausmanövriert aus diesen Geschichten, aus diesen Selbstsabotagen. Und das habe ich in diesen 8 Schritten geleitet durch die geistige Welt, weil meine Inspiration erhalte ich immer aus der geistigen Welt, aus dieser kollektiven Ebene. Und da entstand dann wirklich dieses Format beziehungsweise diese 8 Schritte des Spirit Moves. Mhm. Schön, ja. Und das ist ja, wenn ich hier mal Mut, selbstständiges Denken, raus aus der Opferrolle, das sind so die ersten Schritte. Das heißt, die ersten Schritte haben viel damit zu tun, wirklich den Mut haben, hinzuschauen, den Mut haben, sich alles so ein bisschen genauer anzusehen und da, ja, sagen wir mal, nochmal durchzugehen. Oder wie würdest du es beschreiben? Wie komme ich also aus dieser Enge heraus? Was sind so Tools, die jetzt vielleicht auch den Zuschauern helfen? Erste Schritte, die helfen, da so ein bisschen weiterzukommen. Der erste Schritt, und das ist wirklich einer der unbequemsten, ist zu sich selber ehrlich zu sein. Authentisch, das hört man immer wieder. Man soll authentisch sein. Aber ja, was bedeutet das denn, authentisch sein? Die meisten haben keine Ahnung, was sie überhaupt wollen, beziehungsweise was falsch läuft. Man weiß nur, irgendwas ist nicht gut und klemmt dann irgendwie fest. Also das ist so, das klingt banal, ist aber absolut essentiell, dieses zu sich mal kommen, realisieren, dass da was schlecht läuft, sei es eigenprovoziert oder von außen, und dann den Mut aufzugreifen, zu sagen, hey, ich will eine Veränderung. Und das klingt einfach, aber bei der meisten, und ich arbeite ja schon seit 20 Jahren mit Menschen, ganz intensiv, ich höre Geschichten, das kann sich kaum einer vorstellen, was Menschen erleben und überleben. Ja. Und da diesen Mut zu fassen, überhaupt mal richtig hinzuschauen. Weil wenn man den begriffen hat, dass es einfach zuerst mal darum geht, nur mal hinzuschauen, wenigstens sich selber ehrlich zu sein, auch noch wenn man der Familie nichts davon sagen kann, wenn man sich nicht trennen kann, wenn man sich nicht vom Job lösen kann. Das heißt ja nicht, nur weil ich den Mut habe, hinzuschauen, ich muss dann gleich alles schon abschneiden, sondern einfach mal hinschauen und gucken, so jetzt
So sieht das Ganze aus, weil daraus oder darauf kann ich dann aufbauen, schauen, was sind dann die nächsten Schritte? Weil nur weil ich begriffen habe, dass mein Leben vielleicht nicht so läuft, wie ich es gerne möchte oder ich gewissen Zwängen unterworfen bin, heißt es ja nicht, dass der erste Schritt dann schon gerade ein radikaler sein muss, sondern da diesen Zugang finden. Und sobald man diesen Zugang hat, kann sich der nächste Schritt dann entwickeln daraus. Und das ist das Schöne, sobald man diesen Zugang hat zum eigenen Bedürfnis. Schön, ja. Ja, ich finde auch das Wort authentisch eigentlich sehr nicht so passend, weil eigentlich bin ich immer authentisch, auch wenn ich verrückt drauf bin, komisch bin, bin ich eigentlich immer authentisch, bin so, wie ich bin. Aber ehrlich sein, zu sich selbst, wirklich ehrlich, was fühle ich denn wirklich? Was sind denn wirklich meine Werte? Und wie schaffe ich es denn, nach diesen Werten zu leben? Ich glaube, das sind so wichtige Prozesse, die auch nicht von heute auf morgen alle sozusagen man gehen kann, aber so schrittweise. Ich glaube, wichtig ist auch, sich da ein bisschen zu ermutigen. Ich muss es nicht in einem Wochenende schaffen. Ich kann natürlich sein, wenn ich dein Buch einmal gelesen habe, bin ich erleuchtet. Das kann sein. Aber meistens dauert es noch ein bisschen länger. Also da den Mut zu haben, dran zu bleiben und einfach Schritt für Schritt. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, absolut. Und der Aufbau dieser 8 Schritte, das ist ja nicht so, dass wir zu jeder Lebensphase von jedem Schritt gleich viel brauchen. Manchmal sind wir sehr klar und dann sind wir auch mutig, aber wir merken, dass gewisse materiellen Bedürfnisse uns noch davon abhalten, gewisse Schritte zu machen. Und das ist auch ein Teil des Spirit Moves. Also der Spirit Move ist sehr echt auf das reale Leben bezogen, Konfrontation, die entstehen kann, Probleme, die entstehen können, weil nur weil ich eine Sehnsucht habe und jetzt unbedingt ganz viel Freiheit erleben will, weil das jetzt meine große Sehnsucht ist, heißt es noch lange nicht, dass ich dann auch bereit bin, mit den Konsequenzen zu leben, wenn ich die Freiheit erreicht habe. Mhm. Und das eben auch diese Hilfestellung den Menschen zu geben, da eine gute Vorbereitung auch zu machen, auf wenn man eine Veränderung möchte, woran sollte man denn denken? Das kann nur jeder selber dann im Moment für sich entscheiden, was sind die wahren Bedürfnisse und ist man bereit, mit gewissen Konsequenzen zu leben? Und dadurch können dann auch so Zwischenschritte, wie du es vorhin schon gesagt hast, also nicht nur die Zeit, die man sich selber nimmt für die Schritte, sondern auch so kleine Zwischenschritte entstehen, die ja auch schon unglaublich potent sind, um große Veränderungen im Leben voranzutreiben. Okay, spannend. Ja, ich will nochmal auf ein Thema eingehen, was mich persönlich auch immer schon sehr interessiert, nämlich andere Lebensformen, andere Welten. Wie gesagt, wir sind mehrdimensionale Wesen. Und deswegen siehst du auch den Begriff der Seelenrollen ein bisschen anders, weil du sagst, na ja, gut, es gibt so Seelenrollen wie Heiler und Krieger, ne? Aus anderen spirituellen Lehren kennt man das. Du sagst, das mag schon sein, hier auf der Erde vielleicht, aber wir haben vielleicht völlig andere Existenzformen schon gehabt, wo diese Arten von Seelenrollen gar nicht funktionieren würden. Magst du das noch mal ein bisschen ausführen? Weil das fand ich sehr spannend. Wir leben in einer unglaublich komplexen Welt und haben nur einen kleinen Teil von dieser Welt gesehen, geschweige denn irgendwie verstanden. Und ich habe da so ein bisschen, sollen ja auch Gedankenanstöße sein in diesem Buch. Oder ich liebe das, Menschen zum Nachdenken anzuregen. Schön. Und da ich die klassischen Rollen, also eben Opfer, Täter für den Spirit Move auch so, ich habe jetzt noch lange nicht alle Rollen rangenommen, das wäre sonst Buch war so dick geworden, ist ja schon ein anständiger Schinken, wie man so schön sagt. Aber ich komme halt, weil ich schon sehr früh mit der geistigen Welt kommuniziert habe, weil ich schon sehr früh die Begegnung mit, ich oute mich noch nicht so lange, aber ich habe Begegnungen mit außerirdischen Leben gehabt und jetzt nicht nur auf einer telepathischen Ebene, sondern einer physischen Ebene, hat Sichtungen bis hin zu 1:1 Begegnungen. Also die ganze Palette weiß ich, dass unsere Welt viel komplexer ist. Und es war schon klar, als ich mit dem Verstorbenen begonnen habe zu kommunizieren und natürlich wissen wollte, naja, geistige Welt. Ist das jetzt alles, was es gibt? Ne? Einfach die geistige Welt, den Himmel, wie wir uns vorstellen? Dann war ganz klar, auch durch diese Astralreisen, nein, das ist viel komplexer. Und ich habe eben begriffen und ich wollte immer verstehen, warum haben Menschen gewisse Probleme? Und man kennt die Reinkarnation, also es gibt ja viele Erklärungen. Und ein Aspekt, der immer sehr sich vorgedrängt hat, ist, dass wir hier eigentlich einen experimentellen Planet, das darstellt, die Erde,
Wir haben sehr unterschiedliche Bewusstseinsformen, obwohl wir alle als humanoide Bewusstseinsformen hier inkarnieren, haben wir trotzdem in unserer Frequenz, in unserer Prägung auch andere Geschichten, andere Ebenen, andere Welten. Also nicht nur andere Leben hier auf Erden, sondern andere Welten auch erfahren. Und dadurch kommt es zu einem zum Teil sehr großen Spannungsfeld. Wenn man sich jetzt überlegt, dass schon nur unsere Galaxie, welche ja nicht mal ein Bruchteil unseres ganzen Universums darstellt und unsere Galaxie schon immens groß ist, dass wir schon nur in unserer Galaxie wahrscheinlich ein paar hundert intelligente Spezies parallel noch haben, dann wird das Ganze sehr, sehr komplex. Also auch der Begriff Reinkarnation wird dann aus der Perspektive, hat dann natürlich noch mal eine ganz andere Dynamik. Und das ist, und ich merke halt, dass viele Menschen damit resonieren, dass ganz viele auch meiner Klienten damit resonieren, viele auch von sich aus das angesprochen haben, weil sie diese Erinnerungen auch haben an Leben, die eben nicht auf der Erde stattgefunden haben. Aber das ist jetzt nur ein kleiner Teil im Spirit Move, aber einfach nur eben diesen Gedankenanstoß den Menschen zu geben, zu sagen, hey, das Ding ist noch viel komplexer. Und wäre ganz gut, wenn wir das mal begreifen würden. Und wir verändern uns ja auch, und gerade akut und auch schon nur die Bezeichnungen, das Gendern und so, das geht so in Extremes rein, wo ich denke, na ja, aber wenn wir begriffen hätten, in welchem Zusammenhang wir generell stehen. Ja, das ist eigentlich noch mehr Spaltung anstatt Verbindung. Das ist Verbindung. Noch mehr, ja. Wir sind Menschen mit einer Erfahrung, die wir versuchen, gemeinsam zu machen, und wir trennen uns, anstatt dass wir uns eine Einheit spüren oder in Richtung einer Einheit gehen wollen. Und ich bin einfach fürs Recht aufs Leben, egal welche Ausrichtung man hat, egal ob man viel Geld hat, egal ob man intelligent ist oder nicht. Warum sollte jemand, der nicht so intelligent ist, weniger Anrecht haben auf ein gutes Leben? Also ich bin da halt schon in meiner Perspektive, glaube ich, sehr idealistisch, was so langfristig der Wunsch an die Menschheit geht. Und nicht nur der Wunsch, sondern wir können das. Das ist keine Frage. Also das Potenzial liegt in uns, die Welt so zu gestalten, dass sie menschenfreundlich wird. Sehr schön. Und das ist so mein Anspruch und auch das, was ich spüre in der Menschheit. Ja, ich finde es spannend. Ich will auch nicht noch zu sehr aufs Alien-Thema eingehen, aber ich finde es einfach insofern spannend. Es ist ja nur ein Aspekt dessen, dass wir ja wirklich feststellen, wir sind so völlig unterschiedlich, so absolut unterschiedlich vom Bewusstsein, von der Art und Weise, wie wir die Welt sehen. Und das darf auch sein, ja. Und das ist sozusagen dieses große Abenteuer, dass wir da jetzt trotzdem zu einem Miteinander kommen, aber auch die Individualität eines jeden Einzelnen wirklich schätzen und pflegen. Und ein schönes Bindeglied zu dem, wo es darum geht, dass man erstmal sich selber erkennt und selber in der Meditation wieder in seinen Frieden kommt und sich zugleich mit allem verbinden kann, ist ein Zitat aus deinem Buch. Da sagst du, dein höheres Bewusstsein ist ein aktiver Teil des kollektiven Bewusstseins. Es stellt eine Art Bindeglied zwischen deinem inkarnierten Wachbewusstsein und dem kollektiven Bewusstsein dar. Das fand ich sehr spannend und ich glaube, das ist vielen noch gar nicht so klar. Ne? Man kennt den spirituellen Weg und Erwachen oder Leuchtung, all diese Dinge. Aber dass wir sowieso mit allem verbunden sind und uns dieser Verbindung nur wieder bewusster werden dürfen, das ist doch eigentlich eine tolle Botschaft. Ja, ich habe einfach gemerkt, dass gerade in der spirituellen Szene dieser Wunsch nach Erleuchtung so unglaublich groß ist, der Wunsch nach diesem komplett neutralen Zustand. Und viele verheddern sich, weil sie merken, oh, sie können nicht mal meditieren, weil sie sich nicht konzentrieren können und kommen dann in so einen Stress. Ich meine, ich habe das ja persönlich auch erlebt. Das ist bei mir hat nie geklappt. Und ich dachte dann, oh Gott, wie soll ich jemals glücklich werden? Wie soll ich jemals irgendwas auf die Reihe kriegen, wenn ich nicht mal das kann? Ja. Und das war eine große Befreiung, weil wenn ich auch das nicht so getrennt, erleuchtet sein ist so ein getrennter Zustand von meinem Jetzt-Wach-Zustand. Also hört auf, euch auch da wieder abzuspalten, denn das Leben, das Bewusstsein durchdringt alles. Und wir sind Teil dieses Bewusstseins. Wir sind Teil jetzt mit dem Bewusstsein, was vielleicht irgendwo lebt am anderen Ende unseres Universums. Wir stellen ein Bewusstsein dar. Wir sind nicht mal von Aliens getrennt. Vielleicht mechanisch beziehungsweise physisch ja, aber nicht vom Bewusstsein. Das ist, das durchdringt alles. Und gleichzeitig, und das ist eben dieses Abgeschnittensein, was wir fühlen, wenn wir
schlimme Situationen erleben, egal ob das jetzt eine Trennung ist, wir verlassen wurden. Wir spüren dann in dem Moment diesen Schmerz, weil wir alleine gelassen wurden, weil wir im Stich gelassen wurden. Und das kann ganz, ganz fies werden. Das kann uns über Jahre, kann uns das runterziehen und uns blockieren. Und ein wichtiger Heilaspekt darin ist, diese Einheit zu spüren. Mhm. Weil aus der entspringt alles. Aus der kommt die wahre, bedingungslose Liebe. Mhm. Und auch das Wissen und auch diese Bestätigung, getragen zu werden. Jeder, der diesen Zugang in sich findet, also man nennt das den inneren Kern, und es ist nicht eben nur der innere Kern, weil auch einfach um darzustellen, wir müssen ja das oft so ein bisschen nie greifen, weil wir in der 3D-Welt leben, müssen wir uns das auch immer so visualisieren. Aber das Bewusstsein durchdringt ja eben alles und jetzt nicht nur den Körper. Weil wie soll ich spüren, wenn du jetzt irgendwo in München bist und dir geht es gerade nicht gut und ich kann spüren, dass es dir nicht gut geht, sind wir physisch getrennt und dennoch kann man das wahrnehmen. Und das ist schon etwas, was viele im Alltag erleben und auch ein guter Beweis ist, dass wir halt verbunden sind miteinander. Und das muss man das noch mal rechnen mit der geistigen Welt. Das heißt, die geistige Welt, unsere Heimatdimension, wenn man so will, ist auch konstant mit uns verbunden, durch uns, in uns. Schön. Ja, und du sagst ja auch mutig, wir befinden uns in einer Vorstufe eines neuen Bewusstseins. Und das finde ich auch, und das ist ein toller Satz. Wo geht es dahin? Was wird die Zukunft uns offerieren? Was ist sozusagen die Hoffnung, die wir haben können, wenn wir alle jetzt einfach wirklich diesen Bewusstseinsweg gehen? Also nachdem jetzt noch das Chaos kommt. Es ist noch vorhanden, es ist noch nicht vorbei. Also das glaube ich. Wenn wir das Chaos überstanden haben. Ah, das schießt mir die Tränen in die Augen. So berührt werde ich, wenn ich in diese Vision eintauche. Es ist etwas, was... Ich beschreibe das mal aus meiner Perspektive. Mhm. Es ist volle Geborgenheit und gleichzeitig totale Freiheit. Mhm. Viele Menschen auf Erden empfinden das Leben so als Abarbeiten. So dieses Pflichterfüllen. Wenn man aber Kontakt hat mit anderen Wesen, sei es geistigen Wesen aus anderen Dimensionen oder mit außerirdischem Leben, dann merkt man sehr schnell, dass die ganz ein anderes Konzept haben von Leben. Mhm. Und dass die Probleme, die wir hier haben und uns täglich abmühen, schon nur das Geldsystem, ist für die total abstrakt. Das macht überhaupt keinen Sinn, ein Geldsystem zu haben, wo es jetzt darum geht, dass ne, der Clevere holt sich mehr und dominiert dann die anderen. So ganz nüchtern betrachtet. Mhm. Stell dir mal vor, dass das eine Welt ohne ein solches System. Ja, cool, klar. Wenn jetzt die Leute nicht das Bewusstsein haben, was sie bräuchten, okay, dann ist noch schlimmeres Chaos. Mhm. Aber wenn wir diesen Bewusstseinssprung schaffen, ja, ich glaube, da kann sich jeder selber ausmalen, wie spektakulär, frei, tief, leidenschaftlich sich das Leben anfühlen wird auf Erden. Mhm. Also, das ist schon was ganz Großes, was da kommen kann. Ich habe Hoffnung, dass ich es noch erlebe. Auf jeden Fall setze ich alles dran. Ich habe mein Leben dem gewidmet, schon seit ich denken kann. Weil ich dachte, mein Gott, ich bin hätte so eine große Arschkarte. Das kann nicht sein. Das muss langfristig, muss sich das ändern hier auf Erden. Ja. Und es wird langfristig was ganz Großes werden. Mhm. Und das einfach allein durch, dass die Menschheit diese Entwicklung macht. Und zwar als Gemeinschaft und nicht in erster Linie nur als Individuum. Auch wenn es im Individuum zuerst mal beginnt, aber halt da nicht aufhören soll. Mhm. Und sobald du dich als Teil von mir, als Teil von den anderen Menschen spürst, geht dieser Impuls automatisch in dein Umfeld rein. Schwieriger, wenn du es nur für dich abgekapselt machst und dich irgendwo abschottest. Also es ist schöner oder effektvoller, wenn man das einfach spürt, dass man diese Reise hier gemeinsam macht.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Also die Traumaforschung, Traumatherapie wird ja im Moment viel wichtiger in vielen therapeutischen Richtungen. Und da wird auch erkannt, dass die Menschen natürlich, wenn sie einsam sind, noch mehr vereinsamen und dass sich dadurch nichts löst, sondern dass dann eben ein wirkliches, liebevolles Miteinander unglaublich viel heilen kann. Einfach nur eine Umarmung oder ein Gespräch mit einem lieben Freund, einer lieben Freundin. Ich glaube, das ist echt wichtig. Und es wird in manchen auch spirituellen Wegen noch viel zu wenig erwähnt. Ja, natürlich, im Buddhistischen gibt es die Sangha, das ist auch die Gemeinschaft. Aber sonst, finde ich, spielt es oft zu wenig eine Rolle in diesen vielen Selbsthilfebüchern. Ne, meditiere, du findest alles in dir und alles ist... Nein, wir brauchen auch dieses Miteinander. Ja, das ist auch meine Erkenntnis jetzt in den letzten Wochen, Monaten, Jahr dieser Corona-Zeit, wurde mir das auch nochmal klar, wie wichtig dieses Miteinander ist. Wenn wir verstanden haben, dass wir ein Kollektiv darstellen, dann ist das die einzige Lösung. Mhm. Dann ist das Rezept. Es klingt jetzt vielleicht sehr einfach, aber davon bin ich überzeugt. Wir machen, jeder Lebensplan ist so verwoben mit anderen Lebensplänen. Alles, was wir tun, hat einen Effekt auf andere Menschen. Also schon da, und das ist einfach nur logisch betrachtet, sehen wir, dass wir alle interagieren und voneinander abhängen. Also warum nicht auch in uns das zulassen? Und dann schreien die Ersten schon, ja, aber nicht schon wieder Abhängigkeit, weil ich will dann wieder nicht verletzt werden. Einverstanden. Also ein globaler Move ist erreichbar, aber werden wir wahrscheinlich nicht in einem Guss machen können. Wir werden Teile des Moves erlangen, bis das Pendel dann so eingeschwingt ist, dass es als gesamter Schritt gemacht werden kann. Also ich habe gar nicht den Anspruch, dass jetzt jeder, ne, von 0 auf 100, das kreiert nur Druck, aber Anteile davon, dass wir die versuchen anzustoßen, und dann kann das fließen. Also es ist, wie oft wurden wir schon gerettet durch jemand, vielleicht auch von jemandem, der gar nicht gewusst hat, dass er uns rettet, durch einen Satz, durch ein einfach Dasein, durch ein Liebeswort. Also das, ja, wir brauchen einander. Wir sind nicht... Wir hängen nicht ab in dem negativen Sinne. Oh Gott, das ist gut. Weil wir denken dann schon, okay, wir sind nicht kräftig, also wir sind eigenständig und gleichzeitig stellen wir ein Kollektiv dar. Also schon wieder so ein Paradoxon eigentlich, wie wenn ich sage, die Zukunft ist geschrieben und dennoch variabel. Mhm. Aus der 3D-Version schwer nachvollziehbar, aber aus einer höheren Perspektive, es ist absolut möglich, abhängig sein und trotzdem eigenständig sein. Ja, aber das kommt der Wahrheit wahrscheinlich am nächsten. Ne? Auf der einen Seite gibt es vielleicht vorgegebene Dinge, dass wir irgendwelchen Menschen begegnen, zum Beispiel jetzt auf diesen Seelenplan, Lebensplan. Aber dann, was wir daraus machen, ist wieder unser eigener Wille. Ja? Wir sind jederzeit auch Schöpfer dessen, was uns begegnet. Aber gewisse Dinge werden uns begegnen. Das ist vielleicht so geplant. Ne? Korrekt, ja. Ja, korrekt. Und ich finde es auch in deiner Person, das kam mir jetzt vorher gerade der Gedanke, da gibt es ja auch eine interessante Unterschiedlichkeit. Auf der einen Seite sagst du von dir selber, und so nehme ich auch wahr, wie du sprichst und erzählst, bist du eher nüchtern, Realistin, vielleicht sogar manchmal eher skeptisch. Auf der anderen Seite immer schon oder mehr denn je mit allem verbunden. Und das ist ja eine zutiefst spirituell esoterische Wahrnehmung. Zwei unterschiedliche Seiten, die aber beide wahrscheinlich eigentlich ganz gesund sind, oder? Wie würdest du das beschreiben? Wie hast du die immer schon in dieser Verbindung gelebt? Oder musstest du das erst sozusagen in eine Einheit bringen in deinem Leben? Also es ist phasenweise ein Spagat, weil der Kontrast sehr groß ist. Aber ich habe gar nicht den Anspruch, dass es jetzt anders ist, weil ich weiß, dass in dem Zustand, in der Entwicklung, in der wir uns befinden, das einfach der Preis ist, den wir zahlen für dieses Dasein. Ja, ich versuche da nicht gegen anzukämpfen. Welcher Preis? Was meinst du damit? Der Kontrast von, wenn ich jetzt nur die Realistin bin, dann kann ich zutiefst betrübt und depressiv werden. Also dieser Kontrast zwischen denen und zu sehen, wie spektakulär die Welt ist, wie fantastisch die Erde ist, wie sie uns alles schenkt, wie wundervoll die Menschen sind, wie schnell man sich mit jedem verbinden kann, wie schnell man diese Nähe spüren kann zu Menschen. Ja. Aber trotzdem eben dieses realistische, abgetrennte, das ist ein großer Spagat. Aber ich akzeptiere den. Ich kämpfe nicht gegen mich an. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das einfach anerkennen, dass das zwei unterschiedliche Facetten sind. Und gelebt, ja, weil ich diesen Spagat früh gemacht habe
oder früh die Paranormalität der Welt und in mir entdeckt habe und sehr früh begonnen habe, mich diesen paranormalen Wissenschaften zu verschreiben. Und die ältesten Bücher, also die ersten Bücher waren Ufologie, Astronomie, Kornkreise und das noch anfangs 90er Jahre, also so als ich 10, ich weiß 10, 11, als ich mir diese ersten Bücher besorgt habe. Das war schon immer Bestandteil, weil ich das Gefühl hatte, ja, das ist es, das ist der Sinn des Lebens. Obwohl ich eher ein nüchterner, ja, mein materieller Körper da schon eher so der kopflastige, eher kritische Part übernimmt. Ich glaube, das ist so mein Geist, der versucht, diesen Körper zu transformieren, der das ein oder andere Mal noch sehr, sehr erdig ist. Ja, aber wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz spannend zu sehen, dass in vielen Lebensbereichen diese Unterschiedlichkeit da sein darf. Ne? Dieses individuell sich als getrenntes Wesen empfinden, als auch mit allem verbunden. Heißt ja auch oft so schön, wir sind ein Wesen, wir leben in zwei Welten und träge wird es nur, wenn man die zweite Welt vergisst. Ja? Und ich glaube, so geht es im Moment vielen, wenn man nochmal eintauchen in die Lebenswirklichkeit vieler Menschen heute, eben aufgrund von Ängsten krank zu werden oder vor einer Corona-Diktatur oder kein Geld mehr zu haben, verengt sich das Bild. Wie kann denn, hast du da vielleicht noch mal so ein, zwei Tipps, wie kann ein Mensch, der sich jetzt da angesprochen fühlt, dem es gerade echt scheiße geht, um mal es auf Deutsch zu sagen, wie kann so ein Mensch wieder ein bisschen mehr Vertrauen finden in sich und in das Leben? Also man muss versuchen, die eigene Realität zu erkennen, vielleicht auch eine Korrektur zu machen. Mhm. Wir lassen uns oder viele lassen sich sehr von dieser kollektiven Erfahrung beeinflussen. Noch einmal, wir stellen ein Kollektiv dar und wenn ganz viele Menschen Panik haben vor was auch immer, dann wird es im schlimmsten Fall einen starken Effekt auf uns haben. Wir aber in unserem Kern eigentlich denken, eigentlich nicht, eigentlich geht es immer eine Lösung und eigentlich fühle ich mich ja gar nicht so ungeschützt. Also auch hier diese versuchen zu gucken, was ist tatsächlich meine eigene Realität. Und wenn man dann merkt, dass man leicht paranoid wird, dann wäre es vielleicht auch mal gut zu schauen, was hat jetzt gerade zu diesem Gedanken geführt? Was hat diese Emotion in mir ausgelöst? Und viele, die ich kenne, die ziehen sich ständig alles rein, was sie irgendwo sehen, egal ob es in dieses Extrem geht oder dieses, sei es Social Media, Fernsehen etc. Wie wäre es, wenn man da einfach mal stoppt? Weil bei vielen Menschen dieser Stress provoziert wird durch den Stress, den man sieht im Außen. Also es ist eher selten der Fall, dass das aus einem heraus, einfach aus der Natur heraus entsteht, sondern es wird initiiert von dem Außen. Also zuerst mal versuchen, sich selber zu schützen, indem man sich nicht alles reinzieht, was es da gibt an News. Und da so ein kleines Detox auch mal macht und dann schaut, wie viel ist denn noch übrig? Komme ich da schon zur Ruhe, wenn ich nicht immer ständig alles lese oder wird es selber initiiert? Dann ein wichtiger Punkt ist dieses Isolieren. Furchtbar. Mhm. Die Menschen, und das braucht manchmal ein bisschen Mut, auch um Hilfe bitten. Und manchmal wollen wir halt von gewissen Menschen Hilfe, aber die können halt gerade nicht, weil sie vielleicht ganz anders ticken. Dann müssen wir auch die Erlaubnis geben, dass da was Neues entstehen kann. Das heißt, dass wir vielleicht auch mal einen neuen Ort Hilfe suchen. Also überhaupt Hilfe annehmen ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber nicht nur warten, dass sie von alleine kommt, sondern diese eigene Initiative. Also das sind so die ersten beiden, glaube ich, ganz wichtigen Schritte. Und dann noch einen Gedankenanstoß. Viele, die zuschauen, haben die Vorstellung eines Schicksals, ne? Schicksalsplan. Die meisten können damit gut einhergehen, dass es einen Plan gibt. Jetzt, was ist, wenn wir dem auch ein bisschen Vertrauen schenken? Oder andersrum, wenn etwas ganz, ganz, ganz Schlimmes passieren sollte, beziehungsweise es im Plan ist, dass wir es erleben sollten, haben wir denn wirklich die Macht, es zu verändern? Ja, ich denke schon. Wenn es geschrieben ist, wenn so. Es tatsächlich geschrieben ist, nehmen wir mal an, es ist jetzt im Plan, dass wir vielleicht jemanden verlieren.
Ach so, und wir haben ich würde sagen, wahrscheinlich wird es geschehen, aber wie wir damit umgehen. Korrekt, absolut. Das ist mein springender Punkt. Wir können vielleicht nicht ändern, was kommt, aber wie wir das wahrnehmen, was kommt, können wir ändern. Unsere Wahrnehmung auf die Veränderung kann sich ändern. Wie wir damit umgehen, wie wir darüber denken, was wir daraus lernen können, wollen. Und vielleicht löst die Veränderung dann doch längerfristig ganz was anderes aus und beziehungsweise was Positives aus, auch wenn wir das in dem Moment, wo wir es erleben, vielleicht gar nicht wahrhaben wollen oder sehen können. Also dieses so Worst-Case-Szenario-Vorstellung hat mir oft geholfen, okay, das Schlimmste, was jetzt passieren kann, nehmen wir mal an, ich werde jetzt krank. Kann immer wieder passieren, auch außerhalb von Coronas Zeiten. Natürlich. Schwer krank kann man werden. Ja. Aber wenn es dann soweit ist, dann kümmere ich mich dann drum, wenn es soweit ist. Und das ist ja auch psychologisch gesehen, glaube ich, so ein wichtiger Tipp, dass man sich da nicht die Zeit schon madig macht, bevor, einfach nur, weil man denkt, das ist, was wäre, wenn, es könnte ja passieren. Also wir verlieren da unglaublich viel Kraft, weil wir zu weit in diesen Gedanken drin sind. Und da hilft es wieder eben, zu sich selber zu kommen und die Kraft in sich, das heißt, dieser Ruhepol in sich zu finden und das Kollektiv, das getragen werden, das angebunden sein. Und dann beruhigt sich da schon sehr viel. Mhm. Sehr schön, ja. Ich würde sagen, so ein Begriff kann man sagen, Seelenhygiene, ja, ist Gedankenhygiene, Gefühlshygiene. Gibt es ja verschiedene Tools und einige sehr schöne sind in deinem Buch drin. Ja, sollte man einfach nicht unterschätzen. Und ich glaube, auch in diesen Zeiten ist es auch wichtig, irgendeine Art von Ritual, Meditation, Übung, einfach etwas, was den Menschen erdet und wieder in den Körper bringt und wieder in die Klarheit. Und da gibt es ja auch so viele Wege. Aber ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen, sich da schon irgendwas auszusuchen, was einem wirklich, wo man jeden Tag merkt, okay, das bringt mich wieder ein bisschen runter, oder? Am Ende des Tages sind nur wir selber diejenigen, die das schaffen. Wir können noch so zu einem guten Therapeuten gehen. Ja. Wenn wir nicht selber es schaffen, dann bringt die beste Hilfe nichts. Und diese Erkenntnis könnte für den einen oder anderen ganz, ganz wichtig sein, weil man dann entdeckt, welche Macht man selber hat über vielleicht nicht das komplette Leben, aber wie wir das Leben wahrnehmen und wie sehr wir uns von gewissen Gedanken, Menschen oder Situationen dominieren lassen. Absolut, ja. Ja. Was war für dich der Anlass, dieses Buch zu schreiben? Und auch, es gibt ein Online-Portal, Spirit Movement. Also das ist ja sozusagen auch eine neue Farbe in deinem Schaffen. War das immer schon sozusagen als Idee in dir oder kam eines Tages sehr klar der Impuls von der geistigen Welt, dich mehr diesen innerseelischen Themen und mehr diesem spirituellen Movement, dem spirituellen Move zu widmen? Dieser Ruf, dieser Drang ist schon länger da. Mhm. Ich habe nie die Zeit gefunden, das wirklich auf Papier zu bringen, beziehungsweise Schnipsel schon. Und ich habe auch Teile davon immer eingebaut in meine Events und Seminare. Ja. Aber dadurch, dass die Welt jetzt so in eine Schieflage geraten ist, war das wirklich ein ganz, ganz klares Zeichen für mich. Und der Drang wurde immer stärker, auch aus der geistigen Welt, dass jetzt immer mehr Menschen auf der Welt beginnen, dieses Bewusstsein zu transformieren und den Menschen auch eine Plattform bieten, um zusammenzufinden, um Synergien zu nutzen, um Erfahrungen auszutauschen, zu lernen. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Und da natürlich die ganzen Online-Geschichten reinkamen, dachte ich, naja, die einfachste Variation, jetzt das schon umzusetzen, ist in Form einer Online-Plattform. Mhm. Und das ist wunderbar, weil es halt viele Menschen von überall aus dem deutschsprachigen Raum zusammenbringt. Und das war schon immer meins. Also Menschen nicht nur regional, sondern auch überregional zusammenzuführen, weil man da den einen oder anderen Seelenpartner findet. Also es ist nicht nur auf einer beziehungstechnischen, liebschaftstechnischen Ebene, sondern auch Freundschaften oder Menschen, mit denen man ein größeres Ziel verfolgen kann, mit denen man ein Haus kaufen kann, mit denen man etwas bewirtschaften kann, ein Projekt anstoßen kann, weil wir es eben gemeinsam einfacher machen können als alleine. Mhm, absolut, ja. Schön, schön, wunderbar. Ja, also hin in eine neue Gemeinschaft. Ich glaube, das Abenteuer begehen wir alle und wir wissen noch gar nicht, wie das dann aussehen wird, aber wir alle haben, jeder, mit dem ich spreche, der spirituell interessiert ist, träumt von einem neuen Miteinander. Aber wir haben es noch nicht ganz hingekriegt. Das ist sozusagen ein Lern- und Erfahrungsweg.
Ich will zum Abschluss dich zitieren aus deinem Buch, ein schöner Ausblick. Gibt es noch etwas, was du noch unbedingt erzählen möchtest oder was dir in diesem Zusammenhang noch wichtig ist? Jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, man schafft es nicht oder man guckt in die Welt und sie sieht so wunderschön aus und dann kommt etwas und zerstört diese wundervolle Sicht auf die Welt, dann darf man sich erlauben, auch in diese Trauer vielleicht zu kommen oder also nicht versuchen, gegen die eigenen Gefühle anzukämpfen, sie zuzulassen, aber dann schauen, was kommt hinter diesem Gefühl, das der Frustration, der Trauer. Wenn wir schaffen, die Trauer zu leben, den Frust, was auch immer, und darüber hinaus versuchen zu spüren, beziehungsweise in uns hineinzuspüren, hinter diese Schicht, dort entdecken wir die Kraft, dort entdecken wir die Inspiration und dort entdecken wir auch die Transformation von dem, was wir gerade erleben. Und auch wenn es immer wieder aufploppt, man wird merken, dass dieses innere Plopp nach vorne, also dieser kraftvolle Aspekt, immer wieder entgegenhalten kann. Es ist kein Dauerzustand, genauso wie Erleuchtung kein Dauerzustand ist. Es ist ein Zustand, der Stück für Stück, Schritt für Schritt immer wieder aufflackernd und immer wieder aufleuchtet. Und da schon Freude haben, wenn man es für einen Moment geschafft hat, dieses innere Licht zu spüren und diesen für einen kurzen Moment diese Kraft und diese Anbindung zu spüren. Das ist der erste Schritt für eine große Veränderung. Toll. Vielen Dank. Denn, ich zitiere Sue Ivy aus ihrem neuen Buch, schon bald wird die Zeit kommen, wo die Menschen in eine Gemeinschaft aufgenommen werden, die in einer intergalaktischen Zusammenarbeit gründet. Die Menschheit wird Zugang erhalten zu Technologien und Reisen, die von solch einer Bedeutung sind, dass dem Leben eine ganz neue Rolle beigemessen wird. Sei gespannt auf das, was noch kommt. Sei dankbar, sei ein wichtiger Teil eines großartigen interdimensionalen Zusammenwirkens. Das hast du gechannelt und liebe Sue, ich danke dir für dieses wieder sehr inspirierende, sehr schöne Gespräch. Danke dir, Thomas. Alles Liebe dir, alles Liebe euch. Bis zum nächsten Mal bei Mystica, bei Sue, im Spirit Move oder im Spirit Movement, wo immer ihr wollt. Alles Liebe, danke, ciao.